Stilles Wasser hätte ich gerne noch, Lou, gleich, dass du mir das holst. Hast du mein Auto vollgetankt? Ja. Hast du vollgetankt? Von deinem eigenen Geld, ne? Ja. Ja, sehr gut. Hast es gewaschen auch, ne? Ja. Ja, sehr gut, okay. Herzlich willkommen zur 44. Ausgabe der Talkshow. Entschuldigung. Nochmal. Herzlich willkommen zur 44. Ausgabe der Talkshow! Ja! Oh Gottes Willen, das mache ich lieber selber. Heute ist eine ganz besondere Ausgabe der Talkshow, denn heute habe ich einen Praktikanten bei mir. Das hier ist Lou. Lou macht heute ein Praktikum. Guck ich ein bisschen näher, ich stinke doch nicht. Sagst du Entschuldigung, dass ich nicht stinke? Doch. Das ist Lou. Lou macht hier ein Schülerpraktikum von Schülerhelfen Leben, ist es, glaube ich, ne? Ja, das hat er heute sehr gut gemacht. Erzähl doch mal, Lou, wie hat dir der Tag bisher so bei mir gefallen? Es hat mir sehr gut gefallen. Holger war immer freundlich und nett. Er ist der beste Abonnent, Torge, ich liebe ihn. Ja, sehr gut, Lou. So, jetzt geh wieder und wasch mein Auto. Auf den Straßen passieren ja wirklich verrückte Dinge, aber das folgende Video, das ist schon was Besonderes. Alles sieht erstmal ganz normal aus, bis das vordere Auto bei einer Auffahrt anhält, wo es anscheinend gar nicht anhalten soll. Echoing critics who say that he repeated the same 25-second response over and over again. Also nochmal ganz langsam. Der Typ, der die Kamera im Auto hat, regt sich furchtbar darüber auf, dass der vordere Typ einfach so anhält und nicht einfach auf die linke Seite ausschert. Dabei sieht man hier nochmal ein Schild, Vorfahrt gewähren und Achtung Radfahrer. Also so ganz hat das ja nicht falsch gemacht. Also was wird der vordere Fahrer jetzt machen? Wird er trotzdem einfach weiterfahren? Wird er anhalten? Wird er abbiegen oder umdrehen? Hier kommt die Antwort. Oh, hauer, hauer, ha! Der Autofahrer will den Typen in der... Was wollte Torge uns damit sagen? Der Autofahrer möchte dem Typen mit der Kamera im Auto einfach nur darauf aufmerksam machen, dass da ja ein Vorfahrt-Gewehrenschild war und ein Radfahrer, Achtung, Radfahrerschild. Das Problem ist nur, dabei bringt er sich fast selber um. Ich glaube, beide Autofahrer sind nicht unbedingt die hellsten. Der eine, der regt sich darüber auf, wenn jemand vorschriftsmäßig anhält. Und der andere, der, naja. Auf jeden Fall ein herrliches Video mit vielen lustigen... Soll ich jetzt noch den Duden kopieren? Ja, du sollst den Duden kopieren! Nach der Talkshow! Beim nächsten Video kann man sich wieder nur fragen... Dieser junge Mann hier möchte versuchen, über zwei Tische zu springen. Oder über einen zu springen und in den anderen irgendwie rein zu... Oder über einen zu springen und auf dem anderen ein Salto. Guckt es euch am besten an, vielleicht habt ihr ja eine Idee, was er sich dabei gedacht hat. Warum? Warum? Warum, Lou? Über den ersten Tisch kommt er ja ganz gut, aber was ist das für eine merkwürdige Landung auf dem zweiten Tisch? Oder an oder gegen den zweiten... Oh, Entschuldigung. Gegen den zweiten Tisch. Ich hab da gerade eine Idee. Wie wär's, wenn wir einen Weitsprungwettbewerb machen? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das wird sehr, sehr spannend. Die drei Springer machen sich nochmal ordentlich warm. Und jetzt geht's los. Torge Ulrich ist der Erste und er legt hier direkt mal eine unglaubliche Weite hin. Das gibt's ja nicht. Der haut ja... Und genau da zeigt er nochmal. Genau da zeigt... Da habe ich ihn hingemacht. Da zeigt er es nochmal der Konkurrenz. Als nächstes Matze, mal gucken, was er macht. Und der haut ja richtig einen raus. Naja, naja, wenn das mal mit rechten Dingen zugeht, das weiß man ja nie bei Matze. Zum Schluss ist Praktikant Lou dran und dachte, das ist ja fast die gleiche Weite wie Matze. Da müssen wir die Slow-Mo gucken. Da müssen wir gucken, was haben wir da. Und ein unfassbar eng. Aber im Zweifel würde ich sagen, Lou ist näher dran. Er ist weiter gesprungen. Das ist der Sieg. Handshake, Handshake. Sehr gut, zurück in die Talkshow. So, zu guter Letzt habe ich Lou, meinem Praktikanten, kommen noch mehr, versprochen, dass er sich auch ein Video aussuchen darf, welches wir in der Talkshow zeigen. Ich weiß noch nicht, welches das ist, Lou. Verrate doch mal, welches Video hast du dir rausgesucht? Einen tanzenden Affen. Einen tanzenden Affen. Gut, du schickst mir das Video zu, ich schneide das rein. Hier kommt das Video, welches Lou sich für die Talkshow ausgesucht hat. Viel Spaß! Vielen, vielen Dank fürs
fürs Zusehen. Ganz herzlichen Dank an Lou. Du hast das hier sehr, sehr gut gemacht und das alles für einen guten Zweck. Also wirklich eine tolle Sache. Lou, erzähl doch nochmal, wie hat es dir hier so gefallen? Es hat mir gut gefallen, Torge war immer freundlich und nett, er ist der Beste, abonniert ihn, ich liebe ihn. Sehr gut, Lou. Dann, wir sehen uns nächsten Samstag, da kommt ein neues Video, nächsten Witzwoch kommt auch schon wieder ein neues Video. Alles Gute und, Matze, kannst du mal ein bisschen vorsichtig sein mit dem Schild, das habe ich in... Tschüss. Okay, um Gottes Willen, schnell weg. So, Kaffee machen.